Guten Tag, heute machen wir Soleier, und zwar Soleier von Wachteln-Eiern. Dazu kochen wir je nach Belieben, also ich habe jetzt so gut 45 Wachteleier, knapp 5 Minuten gekocht. Und dann setzen wir eine Sole an. Dazu nehme ich 2 Liter Wasser, koche darin die Haut, die Schale von 2 Zwiebeln, nehme die später raus. Dann nehme ich 120 Gramm Salz. 2,5 Lorbeerblätter, so circa 2 Teelöffel Kümmel, fünf bis sechs Pimentkerne, zwei Teelöffel bunter Pfeffer. Und 2 Teelöffel Zucker. Das Ganze kochen wir jetzt mal kurz noch auf. In der Zwischenzeit können wir unser Glas nehmen. Ich nehme hier so ein Bonbonglas, nehme die Wachteleier, drücke die alle etwas an und lege die in dieses Bonbonglas. Immer so ein bisschen anditschen, dass die Schale etwas gebrochen ist. Soleier sind vor allem in Berlin beliebt und an Ostern, aber mit Wachteleier sind sie sehr gut zum Salat oder einfach so zum Essen. Das ist ganz wichtig, dass die Gewürze in das Ei reinziehen können. Ab und zu mal den Sud umrühren. So, haben wir schon fast. Der kocht schon schön. Die Soleier werden später 5 bis 6 Tage in der Sole gelassen und können dann herausgenommen, geschält, halbiert werden. Dann nimmt man den Eidotter heraus und füllt ihn mit Öl, Essig oder Mayo, macht den Eidotter wieder rein und genießt sie zum Bier oder einfach so zum Fernseher gucken. Aber wichtig ist, wenigstens 5-6 Tage in der Sole, und dann kann man die auch gut 3 oder 4 Wochen aufbewahren, wenn es etwas kühl und dunkel lagert. Nicht zu hell. Nicht so zimperlich sein.
Mit Zucker. Wir können jetzt den Sud mit einem Löffel vorsichtig ins Glas füllen. Lorbeerblätter, Pimentkörner, Kümmel, bleibt alles drin. Wachteleier kriegt ihr übrigens auf dem Markt, da kosten so 10 Stück um die 2,50 €. Wenn man einen Bekannten hat, kriegt man es auch mal billiger. Würze schon rein. Alles klar. So. Wie gesagt, Deckel auf. 5-6 Tage warten und dann genießen. Guten Appetit.